verstehen. Machen wir weiter. Nimmt nochmal die beiden Chieftains. Hast du auch einen Chief? Ne, ich habe 60 TP. Ungefähr. Nicht ganz so gut, aber ungefähr. Okay. 79? Was? Hast du 279? Ne. So, Wasserseite bitte, links. Die Wasserseite links, wenn die durchfahren, schießen sie von da aus die Mitte weg. Das heißt, linke Seite, Wasserseite ist ultra wichtig. Beide bitte außenrum, nicht über die Mitte, sondern hier komplett außenrum rüberfahren und euch dann hier vorarbeiten, von da aus die Leute wegschießen, ja? Ja. Die haben drei Kranwagen, ne? Komm, schnell rüber. Ganz links außen. Du kommst nicht mit, oder was? Nein. Ich darf die Base, weil die werden sich hier totschmeißen, so wie es aussieht. Wie gesagt, ne, arbeitet euch bis hierhin vor und dann könnt ihr da die Leute wegschießen. Da kommt auch schon Kundschaft. Ihr müsst da sofort weiterarbeiten, ne? Bitte bis hierhin und aufpassen, 3 TDs. Die Taste ist gedrückt, alles gut. So, da kommt der nächste Kandidat. In der Mitte ist voll, kann sein, dass ihr aus der Mitte kassiert, ne? Aufpassen. Ja, unser T110 E5 ist ein richtiger Trottel, ne? So rechts. Leopard A, Phase 1. Easy. Jetzt blockiert der hier meine Kanone, Alter. Achtung, Rückzug. Oh, ich kann nicht schießen, weil der Typ hier... Deren 279er ist hier. Also deswegen bin ich auch hier stehen geblieben, ne? Aufpassen, die haben da hinten Kreuzfeuer aufgebaut, ne? Da stehen sehr viele Panzer, aufpassen. Ah, ja. Ja, dieser E5 ist halt ein richtiger Trottel, Alter. Der blockiert hier meine Kanone, ey. Und das ist doch schön scheiße. Ja, Digga, ich hab keinen Plan, was ich hier machen soll. Was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Ja, ich wurde gefokust. Ja, du solltest doch da jetzt nicht einfach so pushen, habe ich dir auch gesagt. Ich habe nicht getan. Ja, sonst wärst du ja nicht tot. Ich habe nicht gepusht. Ja, du musst doch vorgefahren sein, damit du gefokust werden kannst. Du kannst doch nicht, wenn du safe stehst, gefokust werden. Ja, ich bin ein Stück vorgefahren. Ja, und genau das solltest du halt nicht machen. Okay. Aber weißt du, wie wir in der Mitte fahren hätten können? Bitte was? In der Mitte wäre Big Posi. Nein, nein! Guck mal, also sowas mag ich gar nicht. Fahrfehler begehen und dann irgendwie versuchen, eine Ausrede zu finden, ne? Ihr solltet doch da nicht pushen, habe ich doch gesagt. Kann man sich als WOD angucken. Nee, ich habe gesagt, da ist Fokusfeuer. Ich habe gesagt, ja, aber das ist doch kacke. Das ist doch kacke, Freunde, ne? Finde ich auch nicht lustig so, weißt du? Ist doch nicht lustig. Weit gefehlt. Also, Chieftain fahren ist ja schön und gut, aber Taktik umsetzen muss man auch können, ne? Einfach OP-Panzer fahren und dann irgendeinen Schrott da zusammenfahren, bringt ja auch nichts, oder? Wir haben die ersten Runden alle gewonnen. Ich verstehe nicht, warum ihr jetzt so mittendrin wieder auf YOLO-Moves machen müsst. So vollkommen sinnlos.
Ich hab den 279er raus. Jawohl, sehr gut. Hier versucht einer durch die Mitte zu flutschen. Jo, bin dran. Jo, Akku. Mhm. Du hast nur kein Chief. Wieso ich kein Chief hab? Ja. Jo. Du brauchst halt einen vernünftigen Clan, damit du an so einen Chief kommst. Ist doch ein guter Spieler. Hast du zugehört? Ja. Was habe ich denn gesagt? Wenn du einen guten Clan brauchst und du aber ein guter Spieler bist, dann liegt es ja an dir oder was? Oder nicht? Wolltest du jetzt eine Diskussion anfangen oder was? Nee, ich wollte. Nein. Ja, dann würde ich vorschlagen, lässt du das sein, ne? Weil. Ich hab keinen Bock, tief in der Nacht mit dir irgendeine Diskussion zu führen, ne? Ich scheiß auf den Chieftain, so. Brauch ich nicht. Ich komme auch so klar. Ich hab nur gefragt. Ja. Ja. Hat sich so angehört, als ob du provozieren willst, so. Nee, wenn ich provozieren will, sieht das anders aus. Echt? Ja. Richtig hart, oder was? Ja. Krass. Ich bin beeindruckt. Bist du derjenige, der gestorben ist mit seinem Chieftain? Yes. Ja, dann würde ich ein bisschen nachdenken, bevor ich da so eine Diskussion über Chieftains anfange. Kriegst ja noch nicht mal irgendwas umgesetzt, jetzt schon zwei Runden. Da würde ich mal nicht so auf die Kacke hauen, ne? Okay. Kommt nicht gut. Mach ich doch gar nicht, hau doch gar nicht auf die Kacke. Ich hab doch einfach nur gefragt, warum du keinen Chief hast. Ja, uninteressant. Chief braucht kein Mensch. Ich komme mit dem 60 TP besser klar als du mit deinem Chief. Siehst du ja. Ja. Ich habe schon 279er geplättet und kämpfe gerade gegen drei Kranwagen, während du schon seit 10 Minuten tot bist. Deswegen diese Diskussion über Chieftain, Mieftain und so braucht kein Mensch. Taktik, mein Freund, viel wichtiger. Wenn du jetzt nämlich nicht tot wärst, könnten wir noch das Spiel gewinnen. Können wir auch so noch. Dann raus in den Kranwagen. Achtung, Rückzug! LOL, wie ist der Schuss denn da in den Boden gelandet, Alter? Wollt ihr mich verarschen oder was?
So viel mal dazu. So, Fehleranalyse. Was hat dich getrieben? Warum bist du da so sinnlos rausgefahren? Weiß nicht, Was keine war Ziele so, gesehen. was war denn so sinnvoll an deinem Push da auf der linken Seite? Obwohl vorher gesagt wurde, ey, die haben da Kreuzfeuer aufgebaut, fahr nicht vor. Machst du das bei dir im Clan auch so, dass du einfach Befehlsverweigerung machst und dann einfach tot fährst? Ja, weil da fahre ich andere Positionen an. Die kannte ich nicht. Na, das hat ja damit nichts zu tun. Du hast ja eine Ansage bekommen, dass du da nicht pushen sollst. Die Frage ist, warum fährst du trotzdem vor? Du hast gesagt, wir sollen darüber fahren und sollen da direkt Druck machen. Habe ich getan. Wir haben das ja auf Video, dass ich gesagt habe, dass du da nicht mehr weiterfahren sollst, weil der Gegner Kreuzfeuer aufgebaut hat. Ist ja ein Fakt. Das kann man sich ja auf Video angucken. Okay. Tut mir Willst leid. du einfach leugnen? So, willst du so erzählen, ich würde Lügen erzählen oder was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Kannst du keine Fehler einsehen oder wo Doch, ist das Problem? das So, kann ich also schon. der Fehler war, dass du meinen Befehl nicht zu pushen verweigert hast und trotzdem gepusht bist. Das heißt, du bist unfähig, Pläne umzusetzen. Willst du daran arbeiten oder willst du Ausreden suchen? So, das ist die dritte Runde, die wir verlieren, weil ihr irgendwas nicht umsetzt, ne? Schieftain fahren alleine macht aus dir keinen guten Ja, Spieler. okay, Okay? pass auf, Akku, pass Nein, auf. nein, nein, wir Es ist. passen nicht auf. Wir passen nicht auf. Du passt auf, dass du vernünftig fährst. Gut, dann hau Okay? mal raus, wo wir hinfahren. Einser Linie. Okay. Oh, Gott sei Dank. Vernünftige Posi. Ja, Wo, Einser? vernünftige Posi, dann fahr auch diesmal vernünftig und schmeiß dich nicht wieder nach 10 Sekunden weg. Alles klar. Ich möchte auch nicht, wenn du tot bist, wieder irgendeine Diskussion über hast du einen Chieftain oder nicht, anfangen, weil man merkt ja, Chieftain alleine macht aus einem Spieler keinen guten Spieler, ne? Ein guter Spieler ist fähig, Teamwork zu machen und Sachen umzusetzen. Und da hapert's halt bei euch. Ne? Du kannst ja auch jeden in so einen Ferrari reinsetzen, aus dem wird aber kein Schuhmacher, verstehst du? Vollkommen richtig. Richtig. Du hier unten in dem Panzer spielen, Nico? Ja, ich fahre immer hin. Ja, mach schon oben. Ja, die ersten schmeißen sich da schon wieder weg. Die Mitte haben wir nicht unter Kontrolle. Das heißt, oben lang pushen geht nicht, weil wir aus der Mitte kassieren. Oh, da verliert einer schon wieder ordentlich HP. Die fehlen uns dann gleich, weißt Ja, hier ist Full House, Alter. Also pushen ist hier auf jeden Fall schon mal nicht drin. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir uns ein Stück zurückziehen oder so. Ich weiß es nicht, weil wenn die hier unten pushen, sind wir auf jeden Fall am Arsch. Warum gibst du die Posi auf? Das ist schon wieder totaler Bullshit. Ja? Ja, ist es. Warum ist dein Partner schon HP am Verlieren und hat die Posi selber aufgegeben? Oh, Erzähl mal. Nico. Wirklich. Ja, der Kollege, der mit dem Chieftain, hat doch schon die Hälfte seiner HP verloren und zieht sich gerade komplett zurück. Was ist denn mit dem? Hast du gesagt? Wir ziehen uns zurück. Ja, und warum meckert der andere dann? Was ist denn los mit euch? Lass jetzt mal unten die Flanke einfach Ja, was halten. denn jetzt? Ziehen wir uns zurück oder Nein, nicht? wir ziehen Weil. uns nicht zurück. Wir halten Ja, einfach die Flanke. warum ist der eine dann zurückgefahren? Weil der Weil will du sich das ja gesagt zurückziehen. hast. Ja, und was ist mit dir? Warum bleibst du dann stehen? Ach so, der eine setzt um und der andere nicht. Ach, daran scheitert es schon wieder. Okay. Gib den eh 100 Mal und quacker nicht.
Ego, kannst du gar nichts mehr machen, Alter. Ja, ich kann nicht vorfahren, da stehen vier Leute, die mich abaimen, Alter. Funktioniert nicht mehr. Drops ist gelutscht. Die haben da schon Kreuzfeuer aufgebaut, wenn du vorfährst, stirbst du. Ja, ist richtig. Deswegen müssen wir die jetzt runter traden. Digga. Ja. Hältst du jetzt hier unten? Ich probier's. Also E100 hat geschossen, Akku. Da sind noch, ey! Guck mal, da hinten sind noch vier andere Panzer. Digga, laber doch nicht so Bullshit, da steht eine IS-4 und ein Chief, Alter. Jetzt push doch mal den scheiß E100 raus und gib den Heat durch die Fresse, Alter. So ein Bullshit, ich fresse hier die ganze Zeit wie so ein Lutscher, Alter, und du bist so faul zum Pieken und laberst mich damit voll, dass wir verlieren. Mein Gott. Alter, da hinten stehen vier Panzer, die auf mich eingeaimt sind und erzählt mir irgend so ein Quark von wegen Pushen, Alter. Völlig desillusioniert, ey. Da stehen so vier, fünf Panzer und er sagt, ich soll hier rauspushen. Ich sag ja, Chief den fahren macht aus dir keinen guten Spieler, ne? Chief den fahren ist halt nicht... Chief den fahren macht aus einem keinen guten Spieler, ne? Ganz einfach. Da stehen einfach 5-6 Panzer, der sagt zu mir, push mal da raus. So, reicht auch hier mit Wannabe Pro Player. Genug Quark sich angehört, Alter. Fünf Panzer stehen da, der sagt zu mir, push raus und drückt dem E100 in die Fresse. Realitätscheck, Fehlanzeige, Alter. Da stehen 15er Panzer, der sagt zu mir, fahr raus und drückt dem E100 eine. Chieftain, IS-4, E100, einmal rausgefahren, ich bin sofort tot, Alter. Bro, Alter, wohin? Wohin? Chieftain fahren, aber keine Ahnung vom Spiel haben, ey. Geil. Oh Gott. Kritik. Ja, ich hab's gerne mit Logik, weißt du? Wenn da fünf Panzer stehen, sagt er zu mir, fahr raus. Der 800er vom E100, der 600er vom IS-4, der 500er vom Chieftain und der lädt auch nochmal schnell nach. Einmal rausgefahren, ich bin tot, weißt du? Da sagt er zu mir, fahr doch raus. Oh Gott, ist das schlecht, Alter. Oh Gott, ist das schlecht. Chieftain fahren, aber keine Ahnung vom Spiel, Alter. Runde um Runde Sachen nicht umsetzen, nach 2 Minuten wegsterben und den anderen was erklären wollen, Alter. Beste, wo gibt. Ist das geil. Ist das geil. Auf Krampf Diskussion über Chieftain anfangen, aber... Selber einen Chieftain fahren, aber nicht fahren können, weißt du? Da stehen einfach 5 Panzer, die auf mich eingeaimt sind. Da sagt er, fahr doch raus. Realitätsverlust einfach. Komplette Realitätsverlust.
Ja, wir können hier nicht pushen, weil wir sind zu wenig Leute hier, ne? Warum lässt er sich da die ganze Zeit was reindrücken? Ey, was soll das? Ja, dann schieß doch mal, wenn der gekettet ist, Alter. Was ist denn los? Irgendwas müssen wir ja hier machen, sonst wird das ja nichts. Junge, was machen die da auf der anderen Seite, ey? Die ganzen Gegner sind hier, Alter. Was ist los? Alle Gegner sind bei uns. Was ist denn los da drüben, Mann? Woran scheitert's denn schon wieder? Warum fährt da keiner, Alter? Wir haben hier 20.000 Gegner bei uns. Worauf wartet ihr denn schon wieder alle? Woran hapert's denn da drüben bei euch? Unglaublich, Alter.